Ferrari wird künftig einen Elektro-Supersportwagen bauen. Das kündigte Firmenchef Sergio Macchione, zugleich Vorstandsvorsitzender des Fiat-Chrysler-Konzerns, an. Der 65-Jährige stand alternativen Antrieben bisher äußerst kritisch gegenüber. In der Vergangenheit hatte er sich mehrfach gegen Elektroautos ausgesprochen. Ferrari plant zunächst, ein teilelektrisches Hybridfahrzeug anzubieten. Danach wollen die Italiener ein reines Elektroauto auf den Markt bringen. Auf der Detroit Auto Show bestätigte der Firmenchef auch Pläne für das erste Ferrari SUV. Mit dem LaFerrari gibt es bereits einen elektrisch unterstützten Supersportwagen. Jetzt wagt das Traditionsunternehmen aus Italien den nächsten Schritt in die Zukunft. Über Preise wurde noch nichts bekannt.